Hallo zusammen, es ist Freitagmorgen und in diesem Clip geht es um die Nasdaq. Die habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr gemacht. Und da sollte man doch auch schon mal drauf schauen. Und das, was jetzt hier vor euch liegt, ist der Monatschart. Weil ich es länger nicht gemacht habe, da gucken wir mal kurz auf den Monat. Von daher sind wir um die 20-Monats-Linie drumherum in der Mitte der Bänder. Von daher ist nichts zu sehen. Ich habe jetzt hier mal die Fibos angelegt von dem Corona-Tief. Und da ist bei 12.951 ist das 38er Fibo. Das werden wir gleich im Tageschart ein bisschen deutlicher sehen. Wir sind negativ über die traditionelle, über die moderne Sichtweise und auch weiter im Oszillator. Also auf Monatssicht habe ich hier nicht besonders Positives. Und wir haben immer noch einen sehr, sehr großen Abstand zur 200-Monatslinie. Wie gesagt, das ist 20-Monatslinie, das ist 200-Monatslinie. Der ist schon sehr, sehr weit. Liegt ja momentan bei 6.601, also schon richtig weit weg. Wir haben im Prinzip noch Platz. Also von hier aus auf Monatssicht sehe ich als Langfristanleger irgendwie nichts Positives. Ich wüsste nicht wo. Gehen wir mal auf die Woche. Die Woche macht eins, muss ich ein bisschen runterholen, die Bänder gehen ganz leicht auf. Das ist aber jetzt nicht gravierend. Ja. Wir haben auf Wochensicht, aber die Woche ist jetzt natürlich noch nicht rum, das ist erst heute Abend rum, haben wir so eine Art Hammer hier. Wir sind Außenband raus, ins Band rein. Das, sagen wir so, macht ein bisschen neugierig. Das mache ich mal ein bisschen auseinander. Wir haben auf Wochensicht schon deutlich, nicht würde ich sagen bessere Signale, aber eher Stabilisierungsansätze. Ich komme auch gleich zu dieser blauen Linie hier, bei der Mitte, das schon mal wisst. Ja, die kommt also von hierher. Das war der März 2021 als reiner Chartunterstützung. Aber auch von hier gleiten die Durchschnitte negativ. Wir sind am unteren Band. Wir sind noch negativ hier, haben aber eine Stabilisierung. Und hier ist auch eine klitzekleine Stabilisierung. Reicht mir noch nicht, um hier irgendwie nennenswert steigende Kurse auszurufen. Dann sind wir im Tag. Hier sind also die ganzen Linien. Also fangen wir mal mit der blauen an. Die kommt also von hier hinten. Das ist Anfang März 2021. Das ist schon mal ein schöner Chart-Support. Darüber gibt es aber auch einen, den halte ich für besonders wichtig. Das ist das 38er Retracement von der langen Bewegung Corona-Tief bis zum Hoch. Und das verbindet sich sehr gut. Also der Märzpunkt verbindet sich sehr gut mit dem 38er. Da werden also mehrere Gruppen drauf achten. Wir sind von den Bändern her beide noch nach unten gerichtet. Keine echte Stabilisierung. Ich hole es mal näher ran. So. Fange ich mal hier unten an. Ja, es gibt hier einen kleinen Dreh, aber der ist im neutralen Bereich, da schaue ich nicht so drauf auf der Stochastik. Ich brauche die Übertreibungspunkte, sowas hier oder sowas hier. Da schaue ich drauf. Hier in der Mitte interessiert mich das nicht so. Wir sind völlig neutral über das MACD. Da ist, also ich habe da kein Signal. Wir haben hier einen ganz klaren kurzfristigen Downtrend. Ja, wir haben ein Hoch, ein Tief, ein tieferes Hoch, ein tieferes Tief, ein tieferes Hoch und ein tieferes Tief. Das heißt für mich, dass dieser Punkt hier, die 14.353, das war also das Hoch, was wir hatten am 3.3. Das ist für mich mehr oder weniger so eine Art Make-or-Break-Line. Wenn wir da drüber gehen und schließen, dann hat er auch wieder Chance, hier irgendwo hochzukommen. Ja, das ist die 200-Tage-Linie, sind wir auch schon deutlich hier drunter. Der Abstand von hier nach da ist in etwa gleich, passt auch. Aber da muss er drüber, über diesen Punkt hier. Vorher rufe ich hier da nichts Positives aus. Das kann jederzeit passieren, das ist auch nicht viel. Wie gesagt, 14.340 und momentan sind wir bei 13.000. Moment, wie ist er denn aktuell? 13.489, sind wir also 100 Punkte drüber, 489, da sind wir, im Moment sind wir hier. Also im Moment um 6.08 Uhr morgens. Das ist für mich ein wichtiger Chartpunkt und das ist für mich der wichtige Chartpunkt. 12.959 zu, wo ist er hier, 14.359. Das sind für mich die inneren Make-or-Break-Lines. Da muss er drüber oder drunter. Wir sind von den Bändern her auch, hier, da ist kein echtes Signal momentan, wie gesagt, hier neutral, da neutral. Der wird eher folgen. Ich glaube nicht, dass der nennenswertes Eigenleben entwickelt. Ich muss hier warten. Aber tendenziell sage ich mal, das wird schwierig, wenn das schon allein hier drunter geht, unter dieses kleine Low, was er hat. Das ist das kleine Low, unter diesen, das war der Freitag, glaube ich, ne, der 24.2. Diesen unter die 13.000,
wo war das Low? 0,72. Da muss er ein bisschen aufpassen, wenn er da drunter geht. Ich habe jetzt mal folgende Scheine mitgebracht. Die sind alle nur für die Watchlist. Der Call, den habe ich deutlicher hier drunter gelegt, weil der kommt auch wirklich erst auf die Watchlist. Den habe ich unter, wo ist er denn jetzt hier? Das ist die 12.257. Das war die blaue Linie. Das kommt also von hier hinten her. War auch früher immer mal wieder ein Hoch. Einmal, zweimal, dreimal. Das ist schon recht wichtig. Komm her. Und ich habe mit 12.223 bin ich da also ein bisschen drunter. 12.223, das ist die TT33JS. Einfach mal auf die Watchlist packen. Den Put, den kann ich einfacher finden. 14.709. Da bin ich also hinter diesem letzten Zwischenhoch, da wo jetzt die Maus ist. Ungefähr da. Das ist am oberen Band. 14.709 und das ist die GK0DC5. Das werde ich heute Abend beim DAX-Chart bestimmt auch nochmal sagen. Die Zeiten sind nicht schön. Ich habe ja nichts gegen Volatilität und das ist für Daytrader ist das hier ein Eldorado. Aber auch als ich gestern die Pressekonferenz gesehen habe, das ist noch lange nicht vorbei. Ich habe hier um 4:40 Uhr die Nachricht, aber die war bestimmt auch schon früher da, dass sich Goldman Sachs aus Russland zurückzieht. Da werden wahrscheinlich noch der eine oder andere folgen. Die Sanktionen mit Russland, das können viele Firmen noch gar nicht rechnen, was das letztendlich für einen Schaden hat. Das bleibt ein sehr schwieriger Markt, muss man wirklich so sagen. Und ich bleibe nach wie vor klein. Tendenziell habe ich lieber irgendwo einen Put im Schrank, als dass ich hier mit Calls spiele. Aber klar, wenn morgen ein Frieden in der Ukraine entstehen sollte, dann werden wir hier überall ziemlich heftige Bewegungen nach oben finden. Ich glaube allerdings nicht, dass sich das durchsetzen wird. Also, bleibt gesund. Auf demnächst. Bye bye.